Und da haben wir die beiden. Und Batuhan hat den Würfelwurf gewonnen, wird anfangen. Jetzt ist aber natürlich die Sache, Nick hätte wahrscheinlich dasselbe herbeigeführt. Wahrscheinlich hätte er auch Batuhan anfangen lassen. Deswegen ist es wahrscheinlich für Nick sogar gut, dass er den Würfelwurf verloren hat. Also Batuhan fängt jetzt an mit einem Topf des Wohlstandes. Oh ja. Da werden erstmal ordentlich Karten verbannt. Ich bin mal gespannt, ob er 6 verbannen möchte, ob er sich das überhaupt leisten kann. Ich meine, in den Decks, in denen du Prosperity spielst, ist es meistens so, dass du 6 verbannen kannst. Aber er sieht hier schon ziemlich so aus, als würde ihm das nicht gefallen. Er ist schon bei der zweiten Karte am Überlegen, dass da was ist. Aber tatsächlich, es sind nur 3 Karten. Und jetzt wird Nick direkt die Botschaft erfahren, wenn er es noch nicht weiß, weil, wie schon gesagt, Batuhan ist bekannt als der Blackwing-Spieler schlechthin. Er spielt auch tatsächlich auch die Blackwing-Synchro. Sleeves. Da ist das Gangsterbird wieder. Ich liebe Vata so sehr. Und jetzt wird erstmal wahrscheinlich ordentlich gelesen von seinem Gegner. Das ist durchaus möglich. Und da ist auch die Miniaturwelt. Also hat er auf jeden Fall jetzt einen Weg an quasi jede Karte seines Decks gefunden. Und genau diesen Weg möchte er auch gehen. Er nimmt die Miniaturwelt auf die Hand. Ja, und wir legen den Black Whirlwind und Vata wieder unters Deck. Und da ist auf jeden Fall kein Kauz- und Schlossvogel direkt mal. Jetzt kommt die Miniaturwelt direkt hinterher. Und wir lesen natürlich erst einmal die Miniaturwelt. Ja, die muss auch erstmal gelesen werden. Also vergiss die Blackwing-Karten. Wir fangen erstmal ganz klein an in der Miniaturwelt. Da ist der gute Shamal, wenn ich mich nicht ganz irre, der da vorgezeigt wird. Aus Shamal wird ein Simoon über den Radium. Ja, Kaiju sind ja wirklich einfach fantastische Karten für Miniaturwelt. Das finde ich so unfassbar gut, dass du dir alles suchen kannst. Und Kaiju sind ja wirklich in kaum einer Situation schlecht. So ist es, absolut. Und es ist wirklich, man vergisst immer zwischendurch wieder, wie viele Blackwings es mittlerweile gibt. Und immer, wenn man dann Batuhan im Featured-Match hat, wird man nochmal wieder daran erinnert, dass, ja, den gibt es ja auch noch. Und da wurde gerade eben auch der Effekt benutzt von, wie heißt Simoon. Der gute nochmal? Simoon. Ja, aber was wurde dafür verbannt? Ach stimmt, das war der Effekt von Simoon, aber was wurde dafür nochmal verbannt? Weil das ist ja auch quasi der Effekt-Wähler, der Themen-interne Chinook ist das, ne? Das ist Chinook. Ja, Chinook, genau. Chinook wurde verbannt, aber er wurde eben nur verbannt für den Effekt von Simoon, der da gesucht wurde über die Miniaturwelt. Und wenn eine Karte durch Miniaturwelt gesucht wird, ist es ein sehr, 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 sehr starker Indikator dafür, dass die Karte sehr wichtig ist für das Deck. Weil ansonsten würdest du nicht 2 Karten investieren, um zu dieser einen Karte zu kommen. Aber es ermöglicht jetzt hier Batuhan eben dann auch den schwarzen Wirbelwind aus dem Deck zu aktivieren. Jetzt wird absolut One-Card-Comboed und ich meine, ich finde es wirklich fantastisch. Er spielt ja schon die Blackwing seit Jahren, dass man endlich wieder den Blackwing Dragon ordentlich beschwört und vernünftig benutzen kann. Absolut. Und jetzt ist eben nicht nur der schwarze Wirbelwind, sondern auch der Schwarzfederwind. Schwarzfederwind dort auf dem Feld. Und das sieht jetzt direkt alles sehr, 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 sehr gut aus für Batuhan tatsächlich. Er ist hier nicht gestoppt worden. Nick scheint auch nichts zu haben, was ihn so richtig stoppen kann. Ich bin ehrlich, ich glaube Batuhan, auch starker Profiteur mit seinem Deck jetzt wieder davon, dass Kauz und Schlossvogel in der Popularität, wie wir es jetzt ja schon ein paar Mal gesagt haben, wieder zurückgegangen ist, weil das Deck da auch Probleme mit haben kann auf jeden Fall. Batuhan, also er macht eine absolut wilde Kombo. Wir haben die noch nie so Full Force on Stream gesehen. Es ist immer irgendwas dazwischen gekommen. Das hat uns sehr geärgert. Aber jetzt ist es absolut fantastisch. Nichts stoppt ihn. Und ich will mal wissen, was sein Gegner gegen so einen Red Eyes Dark Dragoon machen kann, der da am Ende liegen soll. Kleiner Fun Fact: In einem Turnier vorher hat Batuhan mal eine Spielstrafe bekommen, weil er in seiner Deckliste einen kleinen Fehler gemacht hat. Nämlich hat er eine der wichtigsten Karten nicht eingetragen. Und deshalb hat er jetzt auch gerade schon uns versichert, ey, jetzt haben sich noch 10 weitere Leute meine Liste angeguckt, sogar meine Mutter hat drüber geschaut. Und so viel wie der Mann Blackwing spielt, glaube ich, dass seine Mutter die Kombo mittlerweile auch auswendig muss eigentlich, weil was soll sonst Thema beim Frühstück sein, wenn nicht Blackwing-Kombos? Richtig, das ist bei mir genauso. Ist es Boreastorm? Boreastorm, ja. Das müsste Boreastorm sein, genau. Und wir gehen jetzt hier einfach durch die Synchromonster. Und Blackwing, ja, tatsächlich hat aber die Option, 2 Wege zu gehen, weil es könnte entweder Dragoon sein, es könnte aber auch Kaliyuga sein. Ich glaube, beides hinzubekommen wird schwierig und deswegen muss er sich da, glaube ich, entscheiden, welchen Weg er gehen möchte. Da kommt auf jeden Fall jetzt erstmal der Raid Raptor. Wystrix. Ja, Kaliyuga ist ja so ein richtig schöner, klassischer Turnskip. Genau, wie wir es klassisch kennen aus dem alten Yu-Gi-Oh!, der klassische Turnskip. Wie hieß die Karte nochmal? Loose von Turn ist es nicht. Würde man denken, aber Loose von Turn ist es nicht. Nee, Loose von Turn ist tatsächlich, wirf eine Karte ab und leg ein Monster vom Feld aufs Deck. Nee,
Letzter Wille, das war's, oder? Ja. Ich glaube, an letzter Wille habe ich gedacht da an der Stelle. So, da ist jetzt eine weitere Zauberkarte auf mysteriöse Art und Weise aus dem Deck sofort aufs Feld gekommen. Das haben wir jetzt schon zum dritten Mal vollzogen, diesen Akt. Denn sowohl der schwarze Wirbelwind als auch der Black Feather Wyvern wurden da alle immer direkt aus dem Deck aktiviert. Und das ist jetzt aber natürlich auch für uns das Zeichen, dass es wohl in Richtung Kali Yuga auf jeden Fall gehen wird. Ja. Denn das ist die Möglichkeit, um eben genau diesen beschwören zu können. So, und jetzt ist da Steam the Cloak. Steam the Cloak wird beschworen, indem man die Rusty Bardeich opfert. Und wir sind wieder im Status Quo angekommen. Hier sind wieder nur noch zwei kleine Monster auf dem Feld. Wie das passiert ist, kein Mensch weiß es. Aber wir beschwören jetzt den Blackwing Tamer, Obsidian Hawk Joe. Ja, der gute alte Joe ist auch mal wieder dabei. Und ein Token hat sich natürlich auch auf das Feld gebracht durch den Effekt von Steam the Cloak. Es kann jetzt ganz entspannt und easy dann wieder der gute, wie hieß er noch? Borea Storm. Der Wicked Wind. Beschworen werden. Und Bartuhan brennt hier durch sein Extra-Deck durch, ne? Es ist wieder so, wir haben vorhin von anderen Decks gesprochen, so ein Deck, was wirklich im ersten Zug einfach schon so durch unglaublich viele Extra-Deck-Karten hindurchgehen kann. Und da ist dann jetzt eben dort der Überfall Raptor auch auf dem Feld. Ach, guck mal, was das für eine riesige Kombo ist, denn auch wenn Bartuhan das unfassbar schnell runterspielt, also der lässt ja gar nichts anbrennen, haben wir schon 6 Minuten. Ja, auf jeden Fall. Das ist wirklich sehr, sehr eindrucksvoll. Da wird jetzt Raiders Wing dann auch noch wieder beschworen. Und da haben wir, glaube ich, jetzt die Materialien und vielleicht sogar tatsächlich, um auch noch einen Borrowed Savage Dragon rauszuholen. Das ist ein Brett. Und das ist halt wichtig, weil jetzt hast du die Möglichkeit, auf jeden Fall dafür zu sorgen, dass eben dort dann auch die Beschwörung von Kali Yuga geschützt ist, dass du das ganz entspannt auf jeden Fall machen kannst. Da kommt jetzt auch noch, guck mal, der Mann ist immer noch nicht fertig. Da wird jetzt auch noch Sephiroth benutzt. Ich bin mal gespannt, was er noch daneben legen will. Vielleicht kommt ja doch noch ein Dragoon dazu. Müsste jetzt allerdings nicht, da müsste über mal die Mud Dragon gehen. Wüsste jetzt allerdings nicht so ganz, wie man das machen soll. Guck dir das an. Die gesamte Zauber- und Fallenkartenzone ist besetzt da jetzt mit Doppel Black Feather Wild. Der spielt nur 2. Und nein, er ist natürlich noch nicht fertig. Da kann jetzt aus dem Friedhof der Blackwing Dragon und auch eben der Borea Storm verbannt werden, um dann jetzt den größten aller Blackwings auch noch zu beschwören. Und das ist dort natürlich der Assault Dragon, heißt er, glaube ich. Ganz genau, das Covermonster von Darkwing Blast. Wer hätte es gedacht, Darkwing Blast hat viele Blackwings. Ja, tatsächlich. Ist übrigens kein Blackwing, ist ein Blackwinged Dragon. Ja. Genauso wie der OG Blackwing Dragon, den wir gerade im Banish Pile ganz oben sehen. Ich habe ihm mal gesagt, wenn er eine YCS gewinnt, bekommt er einen Starlight Rare von Bing geschenkt. Da hast du auf jeden Fall ein hohes Risiko eingegangen, bin ich ganz ehrlich mit dir, weil so unwahrscheinlich halte ich das mittlerweile gar nicht mehr. Nee, auf jeden Fall zeigt Bartuhan wirklich. Wir sehen jetzt diese ganzen coolen Rogue-Combo-Decks, finde ich echt richtig nice. Je weniger Handtraps die krassen Meta-Decks spielen, wie Kashtira oder wie halt das Lifetrain Runic Sprite, vor allem das ja kaum Handtraps spielt, eigentlich gar keine im Main-Deck zumindest, desto stärker werden diese Rogue-Combo-Decks. Denn wenn du uninterrupted dein Riesenfeld hinlegst, dann kann so ein Deck auch nichts machen. Value hin oder her. Ja, also ich meine, Dark Realm of More ist natürlich auch eine Karte, die das Ganze hier beantworten könnte. Das ist ein guter Punkt. Aber schauen wir erstmal. Also du hast ja immer noch die Rank-Up-Spell. Stimmt, du kannst einfach auf Dark Realm of More kannst du. Ja, da stellst du die Rank-Up-Spell an und dann Kali Yuga macht sofort den Dark Realm of More auch unbetroffen. Von daher, ja, das funktioniert. Kali Yuga sagt sofort alle Karten auf dem Feld. Oder? Oh, da kommt erstmal auf jeden Fall Raigeki. Und Bartuhan denkt sich jetzt schon mal, was ist denn hier los, dass mein Gegner Raigeki spielt? Und ja, er sieht sich hier einem Himmelsjäger, Skystriker, der gegenüber. Und da kommt der Kali Yuga und wie du es schon gesagt hast, wird jetzt gleich erstmal erklärt, dass das Feld hier nicht gewiped wird. Absolut richtig. Der ist sofort als permanenter Effekt da, muss sich nicht irgendwie auf Beschwörung aktivieren oder irgendwas, sondern hat sofort dafür gesorgt, dass da gar nichts passiert. Nick pustet einmal ganz doll durch. Und ich weiß nicht so recht, was da passieren soll. Und tatsächlich, Bartuhan in voller Gänze spult hier seine immens große Blackwing-Kombo ab und gewinnt damit Spiel Nummer 1 hier in unserem Runde 5 Featured Match. In voller Gänze mit einem Deck voller Gänse, nämlich die Blackwings. So, gibt's eine Blackwing-Guns? Nee. Also mittlerweile cool vielleicht, eigentlich. Mittlerweile doch, ja, aber ich kann dir auf jeden Fall keine sagen. Fairerweise kann ich dir vielleicht auch ein Drittel aller Blackwing-Karten überhaupt sagen. Das stimmt, es gibt nämlich mittlerweile bestimmt 700. Und gefühlt ja. Ganz ehrlich, mittlerweile sind die echt fantastisch. Ich meine, das war ein absolut bombastischer First Turn. Kann nicht mal durch einen Raigeki geoutet werden. Ich meine, hätte ja sogar Borrowed Savage aktivieren können. Wollte aber nicht. Nee. Braucht er auch gar nicht. Überhaupt nicht. Absolut gar nicht.
Und tatsächlich, wenn er den Savage Dragon aktiviert hätte, hätte das ja auch zumindest natürlich Sachen wie einen Widow Anchor oder so irgendwie ergänzt werden können, dass es dann doch irgendwie resolved. Aber dieses Kali-Yuga-Play, das ist wirklich so... Du kannst nicht wirklich Antworten darauf finden. Du hast keine richtigen Antworten darauf. Du musst eigentlich die Gegner daran hindern, dass er überhaupt dahin kommt. Oder ansonsten sind so Sachen wie Book of Moon natürlich noch eine ganz coole Antwort, weil du einfach direkt das Exceed-Monster booken kannst, bevor überhaupt dann eben der Kali-Yuga daraus werden kann. Das ist eine Möglichkeit. Ja. Sind wir aber mal ehrlich, das Buch des Mondes war eine Zeit lang sehr, sehr, sehr stark und viel vertreten. Mittlerweile aber eher auch aus dem Spotlight verschwunden wieder. Da sind nicht mehr so viele Leute, die auf die Karte vertrauen. Ja, Fluandreese-Spieler sind immer noch ganz heiß dabei, um Veiler und Impermanence zu dodgen. Richtig, und natürlich ist es auch cool, dass sie in manchen Matchups sehr stark ist. Ja. Kashtira-Spieler packen das Ding auch manchmal noch aus, den alten Wälzer, den alten Schinken. Absolut. Aber wirklich so stark ist die Karte nicht mehr, da Kashtira-Anzahl auch gesunken ist. Drastisch. Exakt, genau deswegen, ja. Und jetzt ist für mich die Frage. Ja, bitte Sebastian. Wird hier in Spiel 2 angefangen oder nicht angefangen von unserem Skystriker-Spieler? Weil das Deck ist ja in der Natur ein Going Second Deck. Wir haben jetzt unserem Gegner gezeigt, dass wir Ragiki im Main Deck gespielt haben. Das heißt, der kann sich vielleicht auch schon zusammenreimen, dass es ein Going Second Deck sein könnte. Aber er hat noch nicht so richtig Informationen. Es ist nur diese eine Karte, die er da preisgegeben hat. Von daher kann das Side-Deck uns da vielleicht mehr Auskünfte geben. In dem Side-Deck ist Barrier drin und da ist Solemn Judgment drin. Das heißt, man kann also First gehen. Ja. Man kann First gehen. Was würdest du jetzt rein matchup-technisch sagen? Ich meine, ich würde das absolut sagen, weil er hat keine Handtraps in seinem Deck und im Side-Deck, die wirklich Batuhan aufhalten, diesen Turnskip Kali-Yuga hinzulegen. Ja. Und wenn das du selbst zu gefährlich, du musst selber irgendwie anfangen. Du musst da deinen Shizuku Multiroll Activate Anchor, Set Anchor Passplay machen, um da irgendwie durchzukommen. Denn wenn du in Game 3, dein Gegner muss ja wirklich breaken, denn er hat ja nichts, um das im gesamten Deck und Side-Deck, um da irgendwie rumzuspielen. Fairerweise, wenn ich da gerade auf seine Liste lunze, sehe ich Ash Blossom, ich sehe Effect Veiler und ich sehe Gamaziel. Oh, von daher die habe ich auch überhaupt nicht wahrgenommen. Sind das Deck, also Ash Blossom und Veiler können, wenn man sie am richtigen Zeitpunkt einsetzt, tatsächlich dazu führen, dass die Blackwing-Kombo nicht resolved. Das ist aber das Ding gerade. Es weiß niemand, wo Effect Veiler oder auch Ash Blossom gegen Mysterium. Blackwing aktiviert werden können. Es weiß vielleicht Batuhan selbst, aber vielleicht, also natürlich hält er diese Information klein, weil er möchte nicht, dass die Gegner das gegen ihn machen. Gucken wir mal, was sich jetzt hier genau in Spiel 2 abspielen wird, denn die Spieler sind bereit. Spiel 2 der Runde 5 startet jetzt. Kaijus spielt Nick auch. Kann man auch über das Exceeds legen, bevor die Rank-Up-Spell aktiviert wird. Also da sind tatsächlich doch noch mehrere Outs und vielleicht ein bisschen mehr Hoffnung für Nick. Aber jetzt werden wir sehen. Halt eben genau der Gamaziel, den ich dir gerade erwähnt habe, ne? Oder spielt er noch mehr? Nee. Oh, Batuhan hat direkt gepasst. Er hat gesagt, okay, weißt du was, ich side going second. Nick hat ihn anfangen lassen tatsächlich. Er hat das Risiko wieder eingegangen. Ja. Das ist wirklich verrückt eigentlich. Aber es hat hier perfekt funktioniert, wenn wir mal ehrlich sind. Oh nein. Perfekt ist jetzt was anderes. Oh, 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 Nick. Würde ich erstmal sagen. Nick setzt auch nur eine Karte. Was ist das jetzt denn? Hatte Batuhan Lightning Storm gezogen, um diese eine Karte zu beantworten. Es war ein Triple Tactic Talents. Und da sind jetzt beides einfach auf beiden Seiten Karten, die nur funktionieren, wenn der Gegner halt was macht. Oh, wir haben aber jetzt scheinbar eine Karte gezogen, die wir für Simoon verbannen können. Oder wir haben den Simoon selbst eben gezogen. Ja. Das war es nämlich. Der Simoon kam vor Turn, Shamal wird jetzt verbannt und jetzt kann man richtig schmackofatzig den Black Whirlwind aus dem Deck aktivieren und normal beschwören. Und da wird jetzt sowas von gesucht, das sage ich euch aber. Absolut. Und ich meine, Batuhan muss sich jetzt nicht nur Gedanken darum machen, wie er hier wieder sein richtig großes, cooles Feld irgendwie baut, sondern er kann sich jetzt einfach Gedanken darum machen, wie er das Spiel hier genau in diesem Zug jetzt sofort entscheiden kann für sich. Denn er hat eben das ungewöhnliche Szenario, dass sein Gegner, obwohl er 6 Karten hatte in seinem zweiten Zug, keine davon irgendwie sinnvoll einsetzen konnte, um hier zu spielen. Und deswegen kann er hier angreifen in diesem Zug. Und jetzt hat er auch gerade Sudri normal beschworen, direkt neben den Simoon. Und kann sich Vata suchen mit dem Black Whirlwind. Jetzt müssen wir nur noch einen Weg finden, um den Vata. Shamal wird sich auch gesucht. Okay. Jetzt müssen wir nur noch einen Weg finden, um Vata aufs Feld zu bekommen. Shamal wird discarded. Wahrscheinlich für den eigenen Effekt. Ja, dadurch kommen wir jetzt wieder an den Black Feather Wildwind, den wir direkt aktivieren dadurch.
Das kann natürlich nicht geasht werden. Wir sehen, da ist eine Ash Blossom. Ich muss aber sagen, also wenn ich eine Vermutung abgeben dürfte, was ein gutes Ash-Target im Deck ist, ist es der Effekt von Vata, ehrlich gesagt. Ich glaube, wenn ich mir was aussuchen muss, dann wäre es tatsächlich jetzt genau der Zeitpunkt. Und Nick hat da eben die Aschenblüte und Freudiger Frühling in seiner Hand und überlegt jetzt ganz stark, ob die hier genau eingesetzt werden soll. Und genauso ist es. Er benutzt es auf den Effekt von Vata. Vata ist wirklich, wirklich gut. Also der milt ja nicht nur eine Karte, der geht auch direkt in eine Synchro-Summon rein und das wären ja schon fast genug Angriffspunkte, um das Spiel hier zu beenden. Absolut, absolut. Von daher muss man alleine aus einer lebenspunktetechnischen Sichtweise die Ash hier schmeißen. Nick hier mit dem Rücken zur Wand, Batuhan, wenn er es irgendwie hinbekommt, könnte jetzt hier direkt in diesem Zug das Ganze für sich entscheiden, wie wir gerade schon gesagt haben. Und ich meine, der hat hier in seiner Combo so viele Monster beschworen. Da muss doch auch irgendwie ein Weg drin sein, um auch einfach mal für OTK zu gehen. Ich kann es mir nicht anders vorstellen. Jetzt wird Borea Storm beschworen, der Wicked Wind mit dem Vata. Die Frage ist, kann Vata den Friedhofseffekt auch noch benutzen? Man kann doch Vata aus dem Friedhof verbannen, um einen Blackwing Dragon zu beschwören, oder? War das nicht so? Ich glaube nicht, nein. Ich glaube, das denkst du dir gerade wirklich komplett aus. Das kann auch sein. Oh doch, da ist irgendwas. Aha! Da. Nee, absolut schade. Nicht. Es war einfach nur der Feldeffekt, der beschwört ja sofort Blackwing Dragon, wenn du dann eben aus dem Deck da die Synchro-Materialien benutzt. Aber schauen wir mal. Batuhan, das reicht noch nicht und ich sag dir, wie es ist. Wenn er das jetzt hier nicht schafft zu beenden, diesen Zug, dann habe ich da, glaube ich, schon einen ausgeglichenen Zweikampf in der Hand von Nick gesehen. Das heißt, das wäre dann auf jeden Fall gefährlich. Das glaube ich nämlich auch. Was hältst du denn eigentlich von dem Deckbuilding von Nick, dass er sagt, ich spiele Hardgoing Second, dann spiele ich so Low-Impact-Handtraps wie Ash Blossom und Veiler? Ja, so ungefähr sahen ja Skystriker-Listen schon sehr, sehr lange eigentlich aus. Du hast immer viele Handtraps Going Second gespielt, weil das Deck Going First einfach nicht genug macht, um so richtig irgendwie dem Gegner die Stirn bieten zu können. Von daher kann ich es schon nachvollziehen, aber ich glaube, ich hätte mich jetzt hier für dieses Event speziell dann doch eher für Karten wie Super Polymerisation oder irgendwas in diese Richtung entschieden. So, wir sehen, da ist jetzt der Armor Master auf dem Feld und wir können jetzt auch über den Effekt von Shamal den Sudri zurückbekommen. Er tippt die ganze Zeit auf den Black Feather Whirlwind. Ja, der erlaubt ja dann jetzt eben, wenn ein einer Spezial beschworen würde, darfst du eben einen aus dem Friedhof wieder zurückholen. Das ist da jetzt eben der Vata dann. Vata ist wieder da. Vata hat aber eben schon den Feldeffekt benutzt. Oh, und jetzt wird Schaden gedrückt. Wir schreiben den Schaden. Ich glaube, es war jetzt erstmal der Effektschaden. Genau, der Effektschaden, der da resolved ist. Und dann ist jetzt immer noch auch der Sephiroth im Friedhof. Das wäre potenziell noch mehr Schaden, der jetzt dazukommen könnte. Und da kann man auch gleich schon mal anfangen, eine Synchro zu machen mit dem Vata und dem Sephiroth. Also da geht noch was bei Batuhan. Da ist direkt wieder der Black Feather Wildwind. Aber wo ist er denn jetzt? Wo ist er, der Schaden, der hier auf 8000 irgendwie kommen könnte? Der, wie wir auch schon im vorherigen Spiel, einfach der doppelte Black Feather Wildwind. Ich weiß nicht, ob er überhaupt jetzt damit noch was anfangen kann, aber da wird jetzt wohl erstmal Notung kommen. Das Notung ist macht auch Burn Damage, ne? Notung kann tatsächlich auch 800 Schaden machen, was ja hier das Ganze dann noch ein bisschen leichter machen würde. Notung in der extra Monsterzone, 2400 Angriffspunkte. Macht er sogar nicht, nur wenn, oder ich glaube, dafür muss ein anderes Monster auf dem Feld sein, auf der Gegnerseite. Ich glaube tatsächlich nicht. Ich glaube, du kannst den Effekt aktivieren, weil es ein Wenn-Effekt ist und es muss nicht beides passieren. Aber du kannst auch recht haben, ich bin mir nicht so 100% sicher. Bis jetzt ist aber, glaube ich, auf jeden Fall noch kein Schaden irgendwo eingetragen worden. Ah doch, guck mal, wir sehen den Lebenspunktezahlzettel von Nick da gerade so auf unserer anderen Kamera. Und es sieht so aus, als wenn der Schaden da tatsächlich durchgekommen wäre. Aber das wäre immer noch nicht genug, um hier das Ganze zu beenden. Aber wir haben ja immer noch zwei Black Feather Whirlwinds auf dem Feld. Aber sollten wir jetzt hier vielleicht dann irgendwann mal in die Battleface gehen, dann wird es halt gefährlich. So, wir konnten jetzt hier also... aber Notung macht eben nicht nur Burn-Schaden, sondern er kann auch noch ein weiteres Monster aus der Hand spezial beschwören. Da ist wieder Sudri. Sudri scheint nicht Once Per Turn zu sein, weil es wird sofort wieder zum Deck gegriffen. Oder war das eine weitere Normalbeschwörung aus der Hand? Das ist es, glaube ich, sogar. Ja, eine weitere Normalbeschwörung. Und jetzt darf man sich für den Black Whirlwind noch was weiteres suchen. Und da wäre jetzt ein Kalut ganz gut, wa? Kalut, Gale, einfach alles irgendwie Monster, die jetzt da sofort noch irgendwie für den entscheidenden Schaden irgendwie zum Einsatz kommen könnten, weil wir sind jetzt nicht mehr weit entfernt, müssen wir sagen. Das ist auch wirklich Gale. Es ist tatsächlich einfach einer der originellsten und einer der ältesten Blackwings, der damals schon riesig stark war. Und guck mal, es ist nicht nur der Gale, es ist auch direkt noch Chinook dazu. Und ja,
Der Batuhan, ganz entspannt, geht in die nächste Synchrobeschwörung. Sehr gut aus für Batuhan. Das sieht überhaupt nicht gut aus für Nick. Nick scheint auch sein Schicksal schon so ein bisschen akzeptiert zu haben. Draco Berserker of the Tenny, das sieht ja jetzt schon nach Game aus. Das sind ja schon über 8000 Schadenspunkte, die wir da auf dem Feld haben. Aber Batuhan, ich sag mal, spielt noch ein bisschen mit seiner Beute. Aber schau dir das an. Das ist wirklich eine Armee der Synchromonster, die da jetzt alle Stück für Stück angreifen und damit Batuhan dieses Match besiegeln. Batuhan gewinnt mit seinem Blackwing-Deck hier 2-0 in unserem Runde 5 Featured-Match. Da wurde nochmal schüchtern in die Kamera eine Kagari gehalten von seinem Gegner, weil tatsächlich, in Fakt, hat er einfach keine einzige seiner Engine-Karten überhaupt aktivieren können. Hey Leute, ich spiele übrigens ja, Striker. Das ist das coole Deck, ja. Nice Sache, aber wir haben die Blackwings gesehen, die wir haben wollten. Blackwing hat es absolut overperformed. Ja? Also wow. Kali Yuga erstmal dem Gegner einen Turn zu nehmen, ein Pseudo-FTK, wie man das sozusagen nennt. Ja. Also im ersten Zug quasi schon den Setup für seinen Win rausholen, den Gegnerzug überspringen und dann anzugreifen. Das ist schon mal eine verdammt starke Strategie. Und phänomenal, das ist toll, wirklich, wenn Decks die Möglichkeit haben, auf so eine Win-Condition zuzugreifen und durch die Ash Blossom ja sowas von weg OTK in Game 2. Meine Güte, als hätte er sie gar nicht aktiviert, ne? Das war ganz entspannt, ganz normal. Wir dachten erstmal, das sieht nicht gut aus für Batuhan. Ja, ja. Ich meine, er hat ja auch den ersten Zug einfach sofort gepasst, aber dann war auf einmal, dadurch, dass er einfach nur diesen einen Simon gezogen hat, der hat alles dann auf einmal wieder ins Rollen gebracht. Der war sofort dann da, um komplett einfach das ganze Deck wieder zu leben, zu erwecken. Das war wirklich, also die Sache ist, Simon ist halt wirklich cool, dass es direkt den Black Wyvern aus dem Deck aktiviert. Wäre die Möglichkeit da auf Simon irgendwie Aschenblüte zu aktivieren, dann würde man das machen. Dann wäre das halt mega und das hätte es halt auch sofort alles gestoppt. So. Aber nein, Simon aktiviert den eben sofort aus dem Deck und das ist halt wirklich einfach richtig, richtig cool. Aber ich meine, wir beide können hier über Blackwing-Karten quatschen, wie wir wollen. Aber natürlich müssen wir mit dem Mann sprechen, der mehr über Blackwing-Karten weiß als wir alle zusammen. Der Mann ist fertig, ist schon bereit für sein Winner-Interview. Deswegen geht uns eine halbe Minute und dann sind wir gleich zurück mit dem Gewinner-Interview mit Batuhan. Da sind wir schon wieder mit unserem Sieger des Runden 5 Featured Matches, Batuhan. Batuhan, wie fühlt es sich an, das Featured Match so gecrushed zu haben, dass dein Gegner nicht mal eine Karte seines Archetypes ausspielen durfte? Ja, das ist eigentlich mein Deck in zusammengefasst kurz. Also die Leute spielen in diesem Format sehr viele Ballbreakers und das habe ich erwartet. Geki, Ferredas, der Darkwooler macht halt gegen Kaluga leider überhaupt nichts. So, und deswegen ist es wie für mich gedacht, dieses Format. Und ja, ist halt schade, dass er noch geblickt hat, going second and first und was weiß ich, ist halt schade ein bisschen, aber wir haben es geschafft, nach 3 Versuchen endlich mal hier zu stehen.
Gibt es überhaupt was, was man machen kann, wenn das Setup da ist? Außer vielleicht ein Kaijo drüberlegen, bevor du irgendwas anderes aktivieren kannst. Gibt es irgendeine Schnellzauberkarte oder einen Monster-Effekt, den man auf die Rank-Up-Spell anchainen kann? Soll ich jetzt verraten, wie man mein Deck besiegen kann? Also, ich würde euch empfehlen, in der Draw-Phase zu spielen. Wenn ihr in der Draw-Phase es nicht schafft, die Rank-Up wegzubekommen, dann ist es vorbei. Aber ich sag mal so, normalerweise stehen da halt ein Dragoon, den habe ich heute banishen müssen mit Prosperity Leiter, und ein Ballot Savage Dragon, die halt in der Draw-Phase mich protecten. Und wenn ihr es schafft, in der Draw-Phase durch zwei Omni-Gates noch die Rank-Up zu poppen und dann noch das ganze Board zu wipen, dann habt ihr meinen größten Respekt. Dann habt ihr es nämlich auch verdient, wenn ihr dann gegen Batuhan gewinnt. Batuhan, wie bist du ursprünglich dazu gekommen, Blackwing zu spielen? Wow, gute Frage. Es hatte alles angefangen. 2009 kamst du es erstmal raus. Anime Crow, der absolute Hammer. Also bin immer noch der größte Fan von ihm. Und die Vögel sind einfach mega. Also jede einzelne Vogelart sieht super gut aus. Und damals war halt Blackwing das Deck. Es war wie zu... Vor ein paar Monaten T-Elements war, hat jeder Blacken gespielt. Und dann war halt das Ding, es wurde genervt, es wurde gehittet, Steam wurde gebannt, GoFo wurde gebannt, das Deck war unspielbar. Danach mussten wir halt andere Wege finden. Was können wir sonst machen? Jetzt kamen wir auf die Idee, mit Kalyga zu spielen. Und früher wurde Kalyga mit Raid-Raptor gespielt, aber tatsächlich mit Blackwings ist es viel effektiver, das Deck zu spielen, sogar durch Interruptions. Auf jeden Fall, was soll ich sagen? Ich bin einfach Blackwings treu. Ich kenne kein anderes Deck. Und wenn man sich mit einem Deck, und das möchte ich wirklich allen sagen, befasst euch mit nur einem Deck und Unmögliches, was euch unmöglich scheint, ist auf einmal möglich. Also, ich habe es schon geschafft, andere verrückte Boards mit Blackwings aufzubauen, wo man nicht gedacht hätte, egal ob es Heroes sind, egal ob es ein Dragoon, hätte niemals gedacht, dass es mit Blackwings geht. Es ist möglich. Befasst euch mit eurem Deck. Und geht so tief in die Materie rein und ihr werdet sehen, verrückte Sachen können passiert werden. Aber nehmt nicht immer das, was euch Konami vorschreibt. Das ist ja so philosophisch schon. Da würde ich ja fast das Interview eigentlich beenden wollen an der Stelle. Aber ich habe noch eine Frage zu deinen Matchups heute. Wogegen hast du denn eigentlich verloren? Was konnte den großen Blackwing-Meister Batuhan bezwingen? Also ich hatte jetzt einen Loss leider gegen Pearly, die sind First gegangen. Und durch Droll... Und ich hatte noch einen Dark Ruler, weil er hat Pearly und Sprite gespielt. Also ich hatte eigentlich eine super gute Hand. Durch Droll hat er es geschafft, immer noch den Noir zu legen. Und Noir mit zwei Bounces ist halt verrückt. Und Dark Ruler hat halt die Sprites, das Board, die Maskerin und so auseinandergenommen. Aber die zwei Bounces und dann noch dieses Aneffektes ist... Was soll ich machen? Keine Ahnung. Und dann, wenn wir First gehen, ist es, wenn wir nicht bricken, meistens ein Win. Je nach Format. Jetzt in diesem Format mit vielen Boardbreakers, die im Main gespielt werden, ist es wie für uns gedacht, wir gehen First, Automatic Win. Aber wenn wir Going Second, Game 1 anfangen, gewinnen wir zwar Game 2, aber dann Game 3 müssen wir hoffen, dass wir einfach die Handtraps ziehen, wie es halt in diesem Format ist. Wenn du die Handtraps nicht ziehst, kannst du halt nicht brechen und dann verliert man. Wenn du sagst wir, meinst du dich und deine Vögel? Ich und meine Vögel. Und ich habe eine ganze Vögel-Community hinter mir, die mich gerade... supportet, deswegen rede ich von denen ein, weil ich versuche, mehr Leute zu... Also mein Hauptziel ist es, viele Blackwing-Spiele zu gewinnen. Wir haben vor über 10 Jahren das Format dominiert und plötzlich schämt... Also keiner juckt sich mehr um die Blackwings, aber vergesst, was die uns eigentlich gebracht haben damals. Aber es ist immer noch stark. So. Und ich finde es schade, dass Leute einfach die Hoffnung in den Kampf verloren haben und deshalb mein Ziel einfach, den Leuten zu zeigen, ey, Blackwing ist immer noch stark und allgemein dein Lieblings-Archetype kann, wenn du es willst und dich dann befasst, immer noch den Hintern treten, sage ich jetzt mal auf gut Deutsch. Aber was soll ich sagen? Ich bin ein bisschen nervös. Ja, ganz ehrlich, also ich finde, dabei kann man es auch belassen. Leute, spielt Blackwing, es ist ein fantastisches Deck. Und wenn ihr Fragen habt, fragt Batuhan am besten. Batuhan, viel Glück für die nächsten Runden. Ich danke dir für das Interview. Ich wünsche dir noch viel Glück und wir gehen jetzt in eine kleine Pause. Bleibt dran.